Guten Abend. Ich befinde mich hier auf dem Grundstück, also auf dem Parkplatz unseres Gemeindehauses. Und ich habe heute meine Kinder hier zur Kinderstunde gebracht und habe jetzt mir die Zeit genommen, um ja ein paar Bücher, ein paar Traktate vorzubereiten, weil wir als Ruhrpott-Mission auch schon am nächsten Montag wieder in Richtung Görlitz, Bautzen unterwegs sind, um auch dort das Wort vom Kreuz auf den Straßen Deutschlands zu verkünden. Und ich bin ein Familienvater. Ich habe 4 Kinder, davon 2 Söhne und 2 Töchter, eine Ehefrau. Und man versucht, ja, ein Spagat hinzubekommen zwischen dem Dienen da draußen und dem Dienen zu Hause. Und man versucht es zu verbinden, indem man die Kinder versucht einzubeziehen, dass man die Kinder darauf hin erzieht, dass sie für einen beten und dass man auch für die Kinder betet. Weil wir waren jetzt ja 6 Tage unterwegs, von Dienstag bis Sonntag. Und in dieser Zeit ist meine Frau mit der Erziehung auf ja, sich alleine gestellt. Ich weiß, sie hat den Herrn Jesus und muss auch wieder immer wieder zu ihm rufen. In Zeiten der Not oder wenn sie nicht weiter weiß. Aber es ist auch so, dass wir Väter uns nicht einfach ja, der Verantwortung entziehen können. Denn es heißt ja ganz klar im Epheserbrief Kapitel 6 und Vers 4, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nun, damit ist nicht nur gemeint, dass wir sie nicht zum Zorn reizen, dass sie eines Tages sagen, Papa, du hast mir nur beigebracht, dem Geld hinterher zu laufen oder eine Familie zu haben oder ein tolles Haus zu bauen. Das ist nicht das Wichtigste, sondern wir haben auch den Auftrag, unsere Kinder zu erziehen. Ja, das gilt auch für einen Evangelisten oder einen Missionaren, der den Auftrag, wenn er Kinder vom Herrn geschenkt bekommen hat, nicht einfach so der Frau überlassen kann, sondern er muss sie erziehen in den Situationen, wo er zu Hause ist. Und ich durfte heute eine E-Mail bekommen von dem Lehrer meines Sohnes, meines ältesten Sohnes. Und in dieser E-Mail habe ich 3 Aspekte sehen können, die mich total ermutigt haben. Nämlich, ich wurde gleichzeitig ermahnt, getröstet und ermutigt. Und wenn diese Punkte da in einer Nachricht sind, dann sehe ich es auf jeden Fall vom Herrn an. Nämlich, das, was ich meinen Kindern beibringe, in der Zucht und Ehrfurcht des Herrn, das möchte ich, also, dass sie auch mich ehrfürchtig behandeln und respektieren. Und die Ehefrau, die Mutter, genauso möchte auch Gott mich erziehen, dass ich ihn ehrfürchtig sehe. Und deshalb sehe ich diese E-Mail als vom Herrn geschrieben an mich. Ich möchte euch diese E-Mail einmal vorlesen. Und zwar ist diese E-Mail von dem Lehrer meines Sohnes. Und wie ich bereits erwähnte, habe ich dort einen wirklich ja, wunderbaren Ermahnungs- und Ermutigungsbrief und tröstenden Brief bekommen. Lasst ihn mich euch einmal vorlesen. Lieber Andreas, am Freitag hatte ich ein gutes Gespräch mit Lukas, also meinem Sohn. Während des Gesprächs hat er mir gesagt, wie sehr er dich vermisst, während du auf Missionsreise bist. Neulich habt ihr gemeinsam das Auto repariert. Das hat er sehr genossen. Ich schreibe dir das, weil Kinder das vor ihren Eltern in dem Alter meistens nicht so formulieren können oder würden. Aber er weiß, dass er einen guten Vater hat und er hat dich sehr lieb. Viele Kinder haben nicht so ein solches gutes Verhältnis zu ihrem Papa. Dies ist sehr schön mitzubekommen.
Und am Ende schreibt er, also er hat mir noch Tipps gegeben von einem Vater-Sohn-Tag, wo ich hinfahren könnte. Und am Ende schreibt er, dir wünsche ich eine gute Woche. Lieben Gruß, Alex. Das ist der Lehrer meines Sohnes und er hat mich schon einmal angerufen und sagte, Andreas, der Sohnemann, der ist am Zappeln und der hat keine Lust und der macht gerade nur Murks. Und damals sagte ich zu ihm, danke, Herr Jesus. Und er sagte, wie? Ich sage, ja, weil ich glaube, dass Jesus dich benutzt, um mir zu sagen, dass ich mich wieder um meinen Sohn mehr kümmern muss. Und auch dieses Mal hat er mir eine Nachricht geschrieben. Und wisst ihr, ich habe Tränen geweint darüber, über diese Liebe, die der Lehrer mir gegenüber erbringt, dem Eltern. Aber auch gleichzeitig habe ich geweint darüber, wie wunderbar es ist, ja, ermahnt zu werden, dass man wieder mehr Zeit oder die Zeit, die man jetzt hat, in die Kinder investiert. Und ich habe diesem Lehrer Folgendes zurückgeschrieben. Hallo Alex, ich danke dir von Herzen für diese E-Mail. Weißt du, ich sehe es so, als ob Jesus mir diese E-Mail geschrieben hätte. Ich danke dir vielmals für diese ermahnenden und gleichzeitig aber auch ermutigenden Worte. Vielen lieben Dank. Du hilfst mir, meinem Beziehungs- und Erziehungsauftrag nachzukommen. Ich weiß, was zu tun ist. Danke auch für den Tipp mit dem Vater-Sohn-Tag. Diese Tipps sind wertvoll. Gesegnete Grüße. Wir haben diesen Auftrag, das Wort Gottes und diese Berufung als Evangelisten, das Wort Gottes weiterzusagen, weiterzugeben. Und ich liebe es. Ich liebe diese Arbeit an sich. Wer liebt es schon, während dem Arbeiten gestört zu werden? Und es gibt immer wieder ermahnende Worte, es gibt immer wieder Seitenhiebe. Und ja, es gibt aber auch bösartige Schläge, die von Geschwistern kommen, die von Christen kommen, die von eigenen Reihen kommen. Dies alles zu erdulden und zu ertragen, ist oftmals schwierig. Und dann auch noch die Kinder zu Hause zu lassen mit der Frau, ist oftmals schwer. Aber solche Briefe, das sind ermutigende Briefe. Das sind ermutigende Briefe, die einen dazu antreiben, in diese Zeit zu investieren mit Kindern, mit der Frau, in den Zeiten, wo man zu Hause ist. Ich bin jetzt eine Woche zu Hause und dann bin ich wieder für eine Woche weg. Und diese Woche möchte ich ganz intensiv auch mit meiner Frau und meinen Kindern Zeit verbringen. Auch ab und zu mal das Handy ausschalten und sich darum kümmern, dass die Kinder und meine Frau, dass sie erzogen werden in der Furcht des Herrn. Dass sie nicht zornig werden auf mich, weil ich nie da war. Und wenn ich da war, an meinem Handy rumgespielt habe oder mich um Nachbarn oder Sonstiges gekümmert habe, sondern dass ich ihnen auf ihrem Weg gezeigt habe, was es heißt, Gott zu dienen, in der Ehrfurcht Gottes zu leben. Und vielleicht kannst du damit etwas anfangen heute. Vielleicht kannst du sehen heute, dass du, genauso wie ich, Ermahnung, Ermutigung und Trost brauchen. So möchte ich dich damit ermutigen, dass wenn dein Blick darauf gerichtet ist, deinen Kindern zu helfen, zu verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen, ich glaube, dass die Kinder darin einen guten Trost sehen,
diese Arbeit, egal welche du sie tust, auch mitzulieben und zu tragen. Im Gebet und auch vielleicht einzustecken zu lernen, indem man sagt, Papa war jetzt eine Woche weg, vielleicht braucht er mal einen halben Tag Ruhe. Das wünsche ich uns und ich bin so froh, dass ich einen Lehrer habe, der dies sieht und der mich ermutigt, ermahnt und gleichzeitig getröstet hat. Deswegen danke ich unserem Herrn Jesus Christus für diesen Lehrer und dass er seinen Mund oder seine Buchstaben benutzt, um mich zu erziehen in der Furcht Gottes. Möge Gott dich auch dabei segnen, ihm zu dienen, indem du für deine Kinder da bist. Amen.